Hallo meine Pokéfreunde, Pokémonenten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Blau. Wir sind hier im Labyrinth und wollen das diesmal schaffen. Irgendeinen Trainer dürfen wir nicht besiegen. Ich weiß gerade nicht genau, welcher das ist. Wir werden das nächste Mal nochmal nachschauen. Wir werden den Glitch nicht heute machen. Wir brauchen dafür nämlich noch ein bestimmtes Pokémon. Den Glitch machen wir nächste Folge, denke ich mal. Und diese Folge werden wir das Labyrinth schaffen. Ich glaube, der Trainer da brauchen wir. Also den da oben, den Teenager dort. Aber erstmal gegen den Muskelprotz hier. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Das glaube ich dir. So wie du aussiehst. Achso, du siehst anders aus. Okay. Sorry. Wanderer hat ein Macholo. Oh, Macholo. Wie siehst du denn aus? Sieht aus, als hätte der Seebachraum. Ja. Vergessen wir das mal gleich. Gleich mal. Ja, Macholle sieht ein bisschen strange aus. Aber naja, Kopf hoch. Karateschlag, genau. Blubstrahl oder Aquaknarre? Komm, Aquaknarre. Sollte sehr effektiv. Oder mitteleffektiv. Anscheinend normal effektiv, okay. Ist auch nicht so schlimm. Ja, gegen Wanderer wird Grote kämpfen. Das wäre doch gut. Sander können wir dann in der dritten Arena gut gebrauchen. Wieso? Das werde ich eben noch sehen, wenn wir dann da sind. Da haben wir unser Einstein mit Haaren. Und so unser kleines Steinchen mit Haaren. Die Attacke ist sehr effektiv, ich weiß. Das Grund Level 24, na endlich. Ich warte schon lange darauf. Ja, hier Angriff 42. Was, bist du, Leon? Ja gerne. Gerne doch. Bis war damals noch normal, glaube ich. Heutzutage ist es Unlicht, aber damals gab es noch kein Unlicht. Bis ist dann also, was ist denn jetzt Biss für ein Typ? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Blubber weg, weil Blubstrahl ist, glaube ich, besser. Zumindest behaupte ich das jetzt mal. Also tue ich Blubber weg. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, könnte ich es mir reinschreiben. Ja. Da bin ich besiegt. Du hast schwer gekämpft. Ja, genau. Du warst ein sehr harter Gegner. Hart vor allem dem. Oder was? Der da vorne? Ich weiß es gar nicht. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Ja, ich möchte zu Bill. Es ist kein richtiges Labyrinth. Aber ich sag immer, dass es ein Labyrinth ist, weil es so aufgebaut ist wie eins. Onyx! Du hast ein Onyx? Ja, cool. Aber ich habe ein Skröte. Und diese Skröte wird dich vernichten. Au, Kreideschrei. Aquaknarre. Ich glaube, Biss ist hier noch normal. Interpretiere ich jetzt einfach mal. So. Biss ist ja ein Lappen. Du hast viel Erfahrung. Ja, geht. Ich lasse die beiden jetzt erstmal aus. Wenn ich wenn ich hier einen von beiden, werde ich auf jeden Fall noch kämpfen. Und den anderen brauchen wir nicht. Diese brauchen wir für den Glitch. Aber die ganzen hier, gegen die können wir kämpfen. Hallo, mein Freund ist cool. Okay, das wollte ich jetzt auf jeden Fall wissen, ja. Ich meine, wollte jeder wissen. Nidoran, männlich. Na komm, Patex. Lass mir da auch mal wieder eine Chance. Dann können zu beweisen. Also ab Level 36 oder so entwickelt sich Patex. Ungefähr so wie Shiggy. Sherlock. Also ja. Hornattacke, ach nö. Das ist so eine Attacke, die. Oh. Ach, doch nicht. Okay. Ich dachte, das wäre nur so eine andere Attacke, die öfters eingesetzt wurde. Also wird. Hab ich mich aber getäuscht. Aber das war später halt so. Sander Level 14. Cool. Aber es lernt immer noch nichts. Ich hab vergessen zu. Ich hab schon wieder vergessen, Sander zu trainieren. Ich bin aber auch faul. Ich nehme das alles die ganze Zeit direkt hintereinander auf. Einfach weil ich richtig Bock gerade habe. Ich habe Bock auf Pokémon Blau. Auch wenn ich einen Betrug hatte. Wir besiegen dich. Denn du bist kein Gefahr für uns. Du Göre. Ich war nicht in Form. Genau. Daran muss es gelegen haben. Da hast du definitiv recht. Oh.
Wenn wir jetzt was falsch machen, kommen wir nicht um das Item ran. Eigentlich braucht man den Zerschneider, aber wenn man den Typen hier richtig bewegt, dann schon. Am besten hier. Achso. Hier hin, okay. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Also meinst du Bill? Der ist doch einer, oder? Ja, doch. Vier Pokémon! Puh! Chill mal hier ein bisschen. Kleinstein! Ein kleiner Stein wird mich bestimmt nicht aufhalten. Wieso soll man die alle kleine Steine die Haare haben? Also weiß ich nicht. Gut. Ihr seid einfach keine Gefahr für mich. Ich bin einfach viel zu gut. Ich bin viel zu overlevelt. Ja, Sandan ist eigentlich zu unterlevelt. Und Skrull zu overlevelt. Wie auch immer. Hast du halt Aquaknarre, dann passt das schon. Blubstra habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Aquaknarre passt schon. Und es hat auch Epilepsie. Macholo! Da sehen wir dich mal wieder. Macht hier so einen auf Mario mit seinem. Mit seiner Hand. Oder er will einfach nur eine Faust hochheben. Und mir dann in die Fräsen schlagen. Aber das schafft er nicht. Spuck ihn nämlich an. Wenn man Steine anspuckt, dann sterben die Leute. Merkt euch das. Wenn ich irgendjemand mit dem Stein attackiert, dann spuckt den Stein an. Nicht den anderen, der euch attackiert. Den Stein. Der Stein wird dann in die Luft auflösen. Wie hier gesehen. Seht ihr? So einfach geht das. Spaß. Gespuckt wird hier nicht. Du hast mich besiegt. Nein, doch. Oh. Gut. Wie tue ich den jetzt weg? So. Gut, weil wenn er jetzt da gestanden hätte, neben dem Baum, dann wäre ich nicht mehr rangekommen an das Item. Aber jetzt schon. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Applaus. Applaus, er hat eine Freundin. Wow. Fühlt sich jetzt cool, wa? Was hast du denn so für Pokémon? Ein Radfratz? Mit einem Radfratz hast du eine Freundin bekommen? Wow. Respekt. Respekt, Brudi. Spaß. Raffos ist eigentlich ein ganz cooles Pokémon, nur es ist halt schwach. Außer es hat Hyperzahn oder so. Aber die Weiterentwicklung Radikal, die ist richtig cool. Die ist echt cool. Die mag ich. Ich habe mich. So. Sander, kein Level, schade. Rettern! Oh, wir wollen hier keine Schlange aus dem Stein. Wollen weiterziehen zu Bill. Komm, Patex, erreich mal Lea Level 21. Hast du verdient, komm. Ach, schade. Ach, so ein Mist! Hast du jetzt immer noch eine Freundin? Spaß. TM 19, ohne TM. Was ist da drin? Was ist denn da drin? Es ist Geo. Das ist eine echt gute Attacke. Die bringe ich Sander bei. Nice. Das hat sich gelohnt. Okay, jetzt wollte ich gar nicht verstehen, dass du eine Freundin hast. Oder war das doch der Trainer? Nee, der kann es eigentlich gar nicht gewesen. Ich speichere lieber nochmal. Hier an dieser Stelle. Nicht, dass es der Trainer gewesen ist. Aber ich glaube, der war es nicht. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Okay. Hast auf mich gewartet, oder was? Was hat denn für ein Pokémon? Rettern, okay, dann ist es nicht. Wenn er nur einen Rettern hat. Was heißt nur? Rettern ist schon gut, naja. Komm, Geowurf. Machen wir mal Geowurf. Ah, Silberbeak. Was ist das für eine Kugel? Also, so. Egal. Egal, vergiss einfach. Nee. Vergiftet. Das kann der. Geowurf ist echt eine coole Attacke. Komm, wir spulen mal ein bisschen vor. So, was hast du? Noch ein Sandern? Ja, komm, machen wir mal Sandern gegen Sandern. Ach, das macht keinen Schaden, oder wie? Komm. Gelitz. Was? Sandern ist besiegt? Was? Wieso sagt mir das niemand? Das kriegst du zurück. Mein Freund, das kriegst du zurück.
Ja, aber ich werde jetzt eben noch mal kurz zurückgehen, bevor ich zu Bill gehe. Denn da ist er jetzt. Wir sind ja jetzt aus dem Labyrinth raus. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Was bist du? War Vorherseher oder was? Gut. Dann wäre es auch geklärt. Ich habe immer ein Pokémon geheilt. Und wer bist du? Willst du auch kämpfen? Ja, du wirst kämpfen. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Und wer war das? Oder kommt die noch? Ich hab die Welt ist das Ende. Die Göre hat auch 3 Pokémon. Was hat sie denn? Ein Myrapler! Yeah! Geowurf! Ach, bin ich blöd. Das macht ja nicht viel Scher. Ja, Absorber, genau. Ja, sorry. Vorspulen. So, Volltreffer. Gut. Patex, komm, du hast den Level-Up verdient. Geil. Level 21. Jetzt müssen sie sich bessern. Oh, Wirbelwind. Seht ihr, Leute? Es hat das einfach so erlernt, Wirbelwind. Ich brauchte nicht mal die TM dafür. Wahrscheinlich wäre das mit Blubstra auch gewesen. Wie auch immer, ich wollte es erst mit Feuer haben schon. Taubsi möchte kämpfen. Aber ein Taubsi wird kein Problem sein, denke ich mal. Denke ich mal. So, weg damit. Brauchen wir nicht. Myrapler nochmal. Oder Myrapler. Ist mir egal, wie es nennt. So, da haben wir dich auch besiegt. Ich bin nicht neidisch. Auf einmal nicht, okay. Ich glaube, wir sind hier bei Bill. Küstenhaus. Hier wohnt Bill. Tja, offensichtlicher geht's nicht. Okay. Was ist das hier? Einfach nur so. Oder wie? Habe ich immer so eine Brücke. Im Remake, beziehungsweise in der zweiten Generation, da gibt es hier auch nochmal ein Event. Also was heißt Event? Noch ein paar Leute. Und allgemein ist hier noch ein bisschen was geändert worden. Okay, wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wieso ist hier so ein... Wo ist Bill? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin keines. Alles klar. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémon-Pokémaniac. Du bist Bill? Glaubst du mir nicht? Naja. Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Alles klar. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Okay. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Ich will auch rein. Komm, ich will auch rein. Komm, wir tauschen es dir nach. Spaß. Komm. Mike hat einen roten Knopf gedrückt. Was passiert jetzt? Okay. Ah! Du bist also Bill. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Gab's hier nicht irgendwie Pokémon-Einträge oder kriegt man die erst, wenn man mit ihm redet? Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, doch. Das ist schade. Doch, ich hab doch gesagt. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Mike hält ein Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Die MS Anne. Oder MS Anne. Wie auch immer, ich nenne sie immer MS Anne. Weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, ich nenne es immer so. Aber es gibt Leute, ich kenne viele, die nennen es MS Anne. Aber ich nenne sie MS Anne. Wie auch immer. Ein Kreuzfahrtschiff. An Bord treffen sich nur Trainer. Oder befinden sich auch nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag nicht so viel Trubel. Hättest du Lust hinzugehen? Gerne doch. Solange da viele Sonderbonbons und ganz viele schöne Items sind. Auf dem PC läuft ein... Hä? Kann ich mir dieser Pokémon-Sammlung schon ansehen? Große Freundschaft ist der Sonderbonbon von diesem Trainer. Sie haben eine große Anwendung, bla bla. Und da kriegt man die erst, wenn man ins Schiff reingegangen ist. Kann nicht sein. Eine Liste von Bills Lieblings-Pokémon. Doch jetzt. Welches Pokémon möchtest du betrachten? Ach, hier sind die ganzen Evoli-Evolutionen.
Evoli ist das Pokémon, was die meisten Evolutionen hat. Momentan hat es irgendwie 9 oder so. Hier hatte es nur 3. Das ist normales Evoli. Evolution Pokémon. Das ist Flamara, also wenn man Feuerstein. Es gibt auch Evolutionssteine. Mit Feuerstein sieht es dann so aus. Blitzer mit einem Donnerstein. Mit so einem Schal. Und Aquana mit einem Wasserstein. Gut. Dann nehmen wir das auch. Dann haben wir die, glaube ich, auch im Pokédex drin. Dann können wir zurückgehen. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich habe da so eine Ahnung. Ob das so wird, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Dies ist die Abkürzung für die faulen Leute. So wie mich. So, runter hier. So. Zieh ich mal nach oben. Wupp. Da sind wir auch da. Oh, ich glaube, ich sehe schon, wo es lang geht. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steht hinter den abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Also, das hast du schon mal gesagt. Darum ist er doch. So. Erstmal teilnehmen. Baba. So, danke. Ich will dich ein bisschen speichern. Ich speichere immer im Video. Einfach so. Ich meine, ich kann ja auch speeden. Das kann man auch in Pokémon Stadium, wenn man das Modul reinsteckt. Nur das lag halt ein bisschen. Also es ladet halt sehr viel. Wow, wie sieht das denn hier aus? Wow, was habt ihr denn hier gemacht? Können wir nicht schon mit mir reden? Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Schaufler? Boah, die arme Pflanze. Was macht ihr denn hier? Dieses gemeine Team Rocket. Hört ihr an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündlich teuer. Oder sicherlich teuer? Wie auch immer. Ja, Pokémon, ja. Gut, hier können wir einfach raus. Und da ist er schon. Das ist ein... Hey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Nö. Ich glaub dir nicht. Nee. Mach Hollo. Ach komm, geh mir weg mit dem Standardzeug. Das ist ein Team Rocket Rüpel ein Mach Hollo hat. Das wundert mich gerade schon, bitte. Aber komm, das wird uns mich jetzt eh nicht aufhalten können. So, vorspulen ein bisschen. Das ist langweilig. Ah, Level 15, Sander. Nice. Aber immer noch keine neue Attacke. Level 25, Skröte. Traumato. Nice Pokémon. Es sieht überraschend gut aus. Was hat es da an der Stirn? Das hat es normalerweise nicht. Oder ist es nur Licht? Kann sein, dass es nur Licht ist. Es ist eigentlich auch ziemlich stark, wenn man weiß, wie man es benutzen kann. So ein bisschen Taktik-Pokémon. Aussetzer ist zum Glück fehlgeschlagen. Aber jetzt ja, immer noch ist gut. Aussetzer ist halt die Attacke, die ich bei ihm eingesetzt habe. Zuletzt, die kann ich halt einfach nicht mehr benutzen. Oh, was war das denn jetzt gerade? Konfusion. Die werden dann ausgesetzt für ein paar Runden oder so. Und ja. Ganz gute Attacke. Hat halt nichts gebracht, zwar. Ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde. Okay, ich gebe die gestohlene TM zurück. TM 28, Schaufler. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Die setzen wir mal ein. Bei. Kann man sich schon denken, oder? Wer sich immer noch nicht denken kann, der wird es jetzt sehen. Sander natürlich. Ist ja klar. Er ist ja hier unser Schaufeltier. Wie ist es? Gürteltier ist es, glaube ich, ne? Keine Morsen Gürteltier. Was sollen wir denn wegtun? Für Schaufler. Sandwirbel eigentlich. Obwohl. Geduld. Ich weiß, ich habe es eigentlich als TM eingesetzt, aber komm. Ist nicht so schlimm. Hat Geduld vergessen und Schaufler erlernt. Auch wenn er jetzt auch eigentlich das erlernen könnte. Ich weiß nicht, ob das einfach so erlernen könnte. Ich glaube aber schon. Wie auch immer, ist nicht so schlimm, wie ich finde. Hier können wir jetzt außen rum.
Oh Gott. Oh Gott, ich... Ach nee, ich weiß leider nicht mehr, wo ich lang muss. Ob ich jetzt nach rechts muss oder nach unten. Okay, Frage geklärt. Wenn da ein Baum ist, dann müssen wir nach unten. Allerdings sehe ich gerade, dass die Folge lang genug ist. Und dann werden wir, denke ich mal, nächste Folge unser 40. Teammitglied schon bekommen. Ja, ja, das gibt's hier schon. Wir sind hier schon bald... Wir sind noch nicht mal am Ende. Oder in der Mitte. Aber bald schon. Wir haben leider noch keinen Zerschneider. Ich meine, ich frag mich, wann wir eigentlich mal Zerschneider bekommen. Falls einer von euch das weiß, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Beziehungsweise höre sogar ganz auf zu spielen. Mal schauen. Aber ich denke, ich spiele weiter. Und wenn euch das Video wieder mal gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Dann sehe ich, ist euch gefallen. Ja. Schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Genau. Ja, mehr habe ich nichts zu sagen, glaube ich. Habe ich irgendwas zu fessen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.